meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr am liebsten euren PC oder Laptop nehmen würdet und ihn aus dem Fenster schmeißen würdet? Ich habe ungeschlagen gerade 7-mal dieses Video angefangen und jedes Mal gab es einen neuen Defekt. Dann hat es an der Tür geklopft, dann hat das Telefon geklingelt. Eine Katastrophe. Egal, aber als erstes mal herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei seid und auch für die vielen neuen Abonnenten. Wir haben es tatsächlich geschafft, die 80 Abonnenten-Marke zu knacken. Und weil sich viele gewünscht haben, dass ich noch auf mehr Pferde eingehe, gibt es heute ein neues Pferdevideo von mir. Viele wollten, dass ich auf alle Pferde eingehe, aber das kann ich unmöglich im Detail machen. Es sind viel zu viele Pferde. Deswegen werde ich die Pferde, die ich für weniger gut halte, ganz kurz abhaken und ziemlich links liegen lassen und dann vielleicht auf die etwas besseren Pferde, wo ich auch eine Kaufempfehlung geben kann, etwas genauer eingehen. Auf alle Pferde werde ich trotzdem in diesem Video nicht eingehen können. Ich denke, wir werden etwa 40% der Pferde schaffen, die es in Red Dead Online gibt. Und wenn danach, nach diesem Video noch Interesse von eurer Seite bestehen sollte, dass ich die anderen Pferde auch noch abfrühstücke, dann sagt mir einfach Bescheid, dann mache ich das. Aber wenn es euch zu langweilig wird mit den ganzen Pferden, dann lasse ich es einfach sein. Das ist für mich auch kein Problem. Letztendlich muss es und soll es euch auch gefallen, was ich hier bringe. Gut, dann beginnen wir wieder im Stall mit den Pferden natürlich. Und wir gehen hier auf Pferde kaufen und wir beginnen mit den Reitpferden. Bei den Reitpferden wird es von mir nur eine einzige Empfehlung geben. Wir beginnen mit den mit der Rasse Kentucky Sattler in der Kategorie Sattler, Entschuldigung. Kentucky Sattler in der Kategorie Reitpferde. Wir haben als erstes den Schimmel, relativ schlechte Leistungswerte, Geschwindigkeit 3 von 10 möglichen Punkten, Beschleunigung 2 von 10 möglichen Punkten. Wir sehen hier sowohl oben als auch unten, also bei Geschwindigkeit und Beschleunigung, jeweils 2 grau hinterlegte Balken. Und das bedeutet nichts anderes, als dass dieses Pferd diese 2 Balken noch dazu bekommen kann, wenn es entsprechend ausgerüstet ist. Ja? Und wenn ich von Ausrüstung spreche, dann spreche ich von Sattel- und Steigbügeln. Und was ihr da am besten auswählt, das seht ihr in dem ersten Pferdevideo, was ich gemacht habe. Darauf möchte ich jetzt nicht nochmal eingehen. Dann haben wir hier, sehen wir diese 3 Kreise in der Mitte des linken Bereichs des Bildschirms. Einmal hier Ausdauer. Dann haben wir die Lebensenergie und rechts, der ganz rechte Kreis, das ist die Verbundenheit mit dem Pferd. Und je höher die Verbundenheit mit dem Pferd ist, desto besser sind eben auch die Werte für Lebensenergie und Ausdauer. Die Werte, die ihr später bei maximaler Verbundenheit mit dem Pferd haben werdet für Lebensenergie und Ausdauer, die seht ihr hier nicht. Ihr seht im Grunde nur, wie die Werte sind für Lebensenergie und Ausdauer, wenn ihr das Pferd frisch bekommt. Die Werte werden noch besser werden. Aber, ja, und wie bekommt man jetzt Verbundenheit mit dem Pferd? Das sollte ich hier an dieser Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnen. Und zwar, indem ihr das Pferd führt, indem ihr das Pferd streichelt, indem ihr das Pferd striegelt und indem ihr das Pferd füttert. Am schnellsten geht es jedoch, indem ihr das Pferd führt. Da schnappt ihr euch einfach das Pferd und geht ein bisschen im Wald spazieren und dann habt ihr relativ schnell die maximale Verbundenheit von 4 erreicht und somit dann auch die für dieses Pferd besten Werte von Ausdauer und Lebensenergie erreicht. Gut, für dieses Pferd gibt es von mir keine Kaufempfehlung, weil die Leistungswerte sind einfach zu schlecht. Höchstens eine Kaufempfehlung, wenn ihr gerade von eurer klapprigen Schindmähre, wenn ihr ganz frisch im Spiel seid und ihr wollt von der klapprigen Schindmähre umsteigen auf ein einigermaßen normales Pferd, wobei ich das so schlecht ist, dass ich das nicht mal als normal bezeichnen würde, aber dann könnt ihr es machen, ne? Aber ansonsten keine Kaufempfehlung. Die nächste Farbe in der Rasse Kentucky Sattler ist der Rappe. Da haben wir exakt gleiche Leistungsdaten. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Der Fuchspinto, ebenfalls exakt gleiche Leistungsdaten. Dann der Windfarbener Brauner, gleiche Leistungsdaten. Also für die gesamte Rasse Kentucky Sattler von mir im Grunde keine Kaufempfehlung. Dann zur Rasse Morgan. Hier beginnen wir mit dem stichelhaarigen Braunen. Hier haben wir ähnlich schlechte Leistungswerte wie bei der Rasse zuvor. Keine Kaufempfehlung von mir für den stichelhaarigen Braunen in der Rasse Morgan. Dann kommt der Braune, gleiche Leistungswerte, müssen wir nicht drauf eingehen. Der Lichtfuchs, ebenfalls gleiche Leistungswerte. Und Isabel, auch keine Kaufempfehlung für Isabel. Also für die gesamte Rasse Morgan
Von mir gibt es da keine Kaufempfehlung. Es sei denn, wie gesagt, ihr seid Spieler, die ganz neu ins Spiel kommen und ihre klapprigen Schindmeere loswerden möchten. Insofern es dieses Konzept mit der klapprigen Schindmeere für Anfängerspieler überhaupt noch gibt. Das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht wurde auch schon was geändert inzwischen. Kommen wir zum Tennessee Walker in der Kategorie Reitpferde. Beginnen wir mit dem Rotschimmel bei der Rasse Tennessee Walker. Katastrophale Leistungswerte. Geschwindigkeit 2 von 10 mit 2 optionalen Balken. Das gleiche bei Beschleunigung. Lebensenergie und Ausdauer gehen so. Aber die Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung sind derart schlecht. Also das Pferd würde ich nicht mal geschenkt nehmen. Ja? Also auf keinen Fall kaufen, total links liegen lassen. Dann der schwarze Rabianco, gleiche Leistungswerte, genauso Mist. Der Fuchs, genauso Mist. Der Spiegelbraune, genauso Mist. Und dann aber mit Schimmel mit hellem Langhaar bei der Rasse Tennessee Walker. Und da sehen wir, haben wir einigermaßen, also ich will nicht sagen gute Werte, aber ich sage doch mal Werte, die einen Anfänger erreichen könnten. Hier sehen wir bei der Ausdauer immerhin schon fast einen halben Kreis gefüllt. Bei Lebensenergie nähern wir uns dem halben Kreis und bei Geschwindigkeit und Beschleunigung kommen wir mit der richtigen Ausrüstung des Pferdes auf 5 von 10 möglichen. Das ist jetzt kein Spitzenpferd, aber es ist ein Pferd, was durchaus für Anfänger geeignet sein kann. Und 6 Gold bekommt man inzwischen in RDR Online durchaus zusammen. Von mir für dieses Pferd eine Kaufsempfehlung für Anfänger im Spiel. Ganz klar. So, das waren die Reitpferde. Also alle Mist, bis auf eins. Ne? Dann kommen die Zugpferde. Beginnen wir mit Suffolk Punch. Der Rasse Suffolk Punch, der Rotfuchs, haben wir eigentlich, naja, jetzt kommt noch was Neues mit ins Spiel. Die Geschwindigkeit würde ich so für einen Anfänger eventuell noch gelten lassen. Dann die Beschleunigung, ist totaler Mist. Und das Hauptproblem bei diesem Pferd hier ist die Wendigkeit, die wird mit schwerfällig angegeben. Ich könnte dieses Pferd allerhöchstens empfehlen für Anfänger, wenn nicht die Wendigkeit wäre. Die Wendigkeit steht nämlich auf schwerfällig. Und eine schwerfällige Wendigkeit bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass das Pferd schwer zu steuern ist. Und gerade genau das braucht ein Anfänger eben nicht. Deswegen gibt es auch für dieses Pferd von mir keine Kaufempfehlung für Anfänger. Was man hier vielleicht noch beachten kann, ist, dass man nicht nur die Fellfarbe in den verschiedenen Rassen auswählen kann, sondern auch das Geschlecht. Hier kann ich zwischen männlich und weiblich, ich mache das gerade, hin und her schalten. Aber bis auf ein kleines optisches Detail hat das keine Auswirkung auf die sonstige Leistungsfähigkeit der Pferde. Kommen wir jetzt zum hellen Rotfuchs in der Kategorie Suffolk Punch. In der Rasse Suffolk Punch. Auch der helle Rotfuchs weist genauso schlechte Leistungswerte auf wie der Rotfuchs. Also auch keine Kaufempfehlung von mir. Dann gehen wir auf den Brabanta, auf die Rasse Brabanta in der Kategorie Zugpferde. Da gibt es zwei Farben und zwar als erstes den Blondfuchs. Und der Blondfuchs hat Werte, wo ich sagen würde, was Geschwindigkeit und Beschleunigung angeht, eventuell geeignet für Anfänger. Ja, weil wir hier auf 5 von 10 mit der richtigen Ausrüstung des Pferdes hochkommen. Ausdauer ist auch ganz okay und Lebensenergie ebenfalls. Ja. Allerdings haben wir hier wieder das Problem mit der Wendigkeit schwerfällig. Von mir aus kauft euch das Pferd als Anfänger, aber ihr werdet dann wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben mit der Wendigkeit, also mit der Steuerung des Pferdes. Ja. Also eine bedingte Kaufempfehlung für Anfänger. Dann der Mehlmaulfuchs, wenn ich jetzt hin und her schalte, man sieht gleiche Leistungsdaten, also ebenfalls eine bedingte Kaufempfehlung für Anfänger. Dann der Shire, die Rasse Shire in der Kategorie Zugpferde, der helle Schimmel, bis 5 von 10 mit entsprechender Ausrüstung bei Geschwindigkeit. Beschleunigung ist sehr schlecht und die Wendigkeit ist schwerfällig. Also überhaupt keine Empfehlung von mir, weil wir haben hier paaren sich also diese sehr schlechte Beschleunigung und die schlechte Wendigkeit. Und das ist für mich einfach ein Grund, keine Kaufempfehlung auch für Anfänger auszusprechen. Auf keinen Fall. Ja? Also weder für Anfänger noch für sonst jemanden das Pferd nicht kaufen. Dann kommt der Schwarzbraune, gleiche Leistungswerte, nicht kaufen. Also die gesamte Rasse Shire nicht kaufen. Dann kommen wir zur letzten Kategorie an Pferden für heute, nämlich die Rennpferde. Hier beginnen wir mit dem Nakota.
und mit der Farbe Mohrenkopfschimmel. Und hier haben wir ganz vernünftige Werte. Wir haben relativ akzeptable Werte, was Geschwindigkeit, Entschuldigung, was Ausdauer und Lebensenergie angeht. Und bei Geschwindigkeit haben wir sogar, kommen wir auf 6 von 10 hoch bei der richtigen Ausrüstung des Pferdes und auf 5 von 10 bei Beschleunigung. Und die Wendigkeit ist renntauglich. Eine klare Empfehlung für Anfänger, für Fortgeschrittene nicht unbedingt, aber für Anfänger eine Empfehlung von mir, auf jeden Fall, ja. Dann kommt der Weißkopfschimmel, da haben wir die gleichen Leistungsdaten, ebenfalls also für Anfänger eine klare Verkaufsempfehlung, sondern Kaufempfehlung. Und dann der Braungescheckte, oh ja, der ist nicht nur geeignet für Anfänger, sondern ohne weiteres auch für fortgeschrittene Spieler. Allerdings kostet das Ganze 18 Gold, die man aber heutzutage in dem Spiel relativ leicht zusammen bekommt. Wir kommen hier immerhin auf eine stattliche Geschwindigkeit von 9 von 10 mit der richtigen Ausrüstung des Pferdes und die Beschleunigung, da sind wir immerhin auf 7 von 10 mit der richtigen Ausrüstung des Pferdes. Und das Ganze ist renntauglich, also ein super Pferd für moderates Geld, möchte ich meinen. Eine Kaufempfehlung von mir, sowohl für Anfänger, wobei vielleicht doch ein bisschen teuer für Anfänger, aber naja, ich sag mal für Anfänger und auch fortgeschrittene Spieler. Dann zum englischen Vollblut. Da haben wir als erstes die Farbe Rotbrauner. Da haben wir durchaus Leistungswerte, die für einen Anfänger geeignet sind. Ob die einen erfahrenen Spieler noch zufriedenstellen würden, das weiß ich nicht. Aber die Werte sind nicht schlecht. Ja, also für einen Anfänger wäre das sicherlich in Ordnung. Der Rotbraune in der Kategorie englisches Vollblut. Dann haben wir hier den Apfelschimmel. Da haben wir die gleichen Leistungsdaten wie bei dem Rotbraunen. Also das macht keinen Unterschied. Ebenfalls also die Kaufempfehlung für Anfänger. Und zum Schluss die Farbe Brindel in der Rasse englisches Vollblut. Da kommen wir sogar auf 9 von 10, wenn das Pferd entsprechend ausgerüstet ist bei Geschwindigkeit. Wir kommen bei der Beschleunigung auf 7 von 10, absolut akzeptabel. Auch was hier die Ausdauer und die Lebensenergie angeht, absolut akzeptable Werte. Hier haben wir allerdings auch wieder den Preis von 18 Gold. Das Pferd ist also uneingeschränkt zu empfehlen, auch fortgeschrittenen Spielern. Ja? Wenn ihr das Geld habt als Anfänger, natürlich könnt ihr dann auch die etwas teureren Pferde kaufen, gar keine Frage, ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Pferd und optisch sehr ansprechend, wie ich finde. So, American Standard Breed in der Rasse Americans. Nee, Entschuldigung. Also jetzt kommen wir zum American Standard Breed und die erste Farbe hier ist der Rappe. Das sind Leistungswerte, die ich auf jeden Fall für einen Anfänger für gut halte. Nämlich die Geschwindigkeit sind wir auf 6 von 10 mit entsprechender Ausrüstung des Pferdes und Beschleunigung 5. Und die Werte für Ausdauer und Lebensenergie sind ebenfalls nicht so ganz schlecht. Und vor allem die Wendigkeit für einen Anfänger absolut geeignet mit renntauglich. Da freut sich jeder Anfänger, dass er keine Probleme hat beim Steuern des Pferdes. Da wird einem das Spiel dann auch nicht gleich vermiest. Der Preis mag hier für einen Anfänger zunächst hoch erscheinen, aber ich verspreche euch, in dem Red Dead Online, so wie es sich heutzutage darstellt, habt ihr 130 Dollar sehr, sehr schnell verdient. Kommen wir zur Farbe Buckskin. Buckskin in der Rasse American Standard Breed. Da sehen wir die gleichen Leistungswerte wie für den Rappen. Für Isabel Windfarbe, da sehen wir leichte verbesserte Leistungswerte. Nämlich wir kommen auf 7 von 10 bei Geschwindigkeit und Beschleunigung 6 von 10. Das Pferd stellt sich also wirklich als absolut akzeptabel dar, würde ich sagen. Das ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Für Anfänger deshalb, weil der Preis auch nicht allzu hoch ist. Die Leistungswerte sind gut, es ist renntauglich, der Preis liegt bei 6 Gold. Die 6 Gold habt ihr heutzutage in RDR Online relativ schnell zusammen. Also für einen Anfänger, mit dem Pferd habt ihr sicherlich auch Spaß. Ne? Ob ein Fortgeschrittener, ja, nicht vielleicht doch lieber ein schnelleres Pferd hätte, muss dann jeder selber entscheiden. Und am Ende kommen wir noch zum Silberschweif Buckskin. Und der hat noch etwas verbesserte Leistungswerte. Wenn wir uns jetzt hier mal die Ausdauer anschauen bei diesem Pferd und die Lebensenergie, das ist beides leicht erhöht gegenüber dem Isabel Windfarben. Und wir haben einen Balken mehr bei der Beschleunigung. Allerdings sind wir bei der Wendigkeit runter von renntauglich auf Standard.
Das spielt aber keine Rolle. Das ist ein Pferd, was ich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene empfehlen kann, wenn sich denn ein Anfänger ein Pferd für 16 Gold leisten kann. Das ist aber kein schlechtes Pferd. Von mir also eigentlich eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Gut, damit sind wir auch mit den Rennpferden durch und dann möchte ich auch das Video für heute mit beschließen. Es wird sonst einfach zu lang. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid. Ansonsten lasse ich das mit den Pferdevideos. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baum, baum.